Es gibt noch eine weitere Besonderheit an unserer Fernbedienung. Diese Fernbedienung verfügt über drei Tasten, die sich sehr weit oben befinden. Diese Tasten nennen wir die My Buttons, also meine Tasten. Die My Buttons haben eine sehr interessante Bewandtnis. Mit den My Buttons kann ich eine bestimmte Einstellung des Fernsehers speichern. Und zwar kann ich speichern, welche Position der Standfuß hat, welche Quelle läuft, welche Lautstärke an ist und welche Lautsprechergruppe da ist. Des Weiteren wird der Soundmodus gespeichert und die Bildeinstellung, der Picture Mode. Also diese sechs Parameter werden gespeichert und zwar im Fernseher, wenn ich den My-Button auslöse. Ich möchte Ihnen das gerne zeigen anhand eines Beispiels. Ich habe hier als Quelle YouTube gewählt und ich stelle jetzt für YouTube eine bestimmte Lautstärke ein. Und wir nehmen die Lautstärke 55. Ansonsten lasse ich das Bild hier. Was ich noch einstellen kann, ich gehe auf eine Lautsprechergruppe und zwar die Lautsprechergruppe Nummer 2, bei der die Beolab 5 spielen. Diese Einstellung speichere ich jetzt mit meinem My-Button, indem ich länger auf den My-Button drücke. Und wir sehen, dass das Profil gespeichert ist. Jetzt kann ich dieses Profil jederzeit abrufen. Selbst wenn ich also auf einer ganz anderen Quelle bin. Ich gehe jetzt auf die Quelle Home Media und auf der Quelle Home Media habe ich meinetwegen eine ganz andere Lautstärke. Wenn ich aber meine YouTube-Filme sehen will, wenn ich YouTube sehen möchte, und zwar in der richtigen Einstellung, mit den richtigen Lautsprechern, dann muss ich nicht mehr tun, als schlicht und ergreifend ganz kurz meinen My-Button drücken und mein Profil kommt mit YouTube und genau meinen Einstellungen. Kann es noch einfacher sein?